Schlossgarten. Wir begrüßen nebenbei ein ganz neues Gesicht. Also nicht total neu, aber ein neues Gesicht. Flo, ja, Flo. Flo hat es in den Raum geschafft. Flo, du seist hier an dieser Stelle gegrüßt. Flo, Flo, Flo. Wie oft soll ich deinen Namen noch während dieses Rennens sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Flo. Also du bist jetzt drin und das finde ich toll. Und damit sind wir auch schon wieder zu 12 hier und das ist total fein. Und jetzt kann ich endlich weitererzählen, was ich in dem Rennen zuvor so angefangen hatte. Also von wegen Mario Kart Wii Let's Plays und andere Let's Player und überhaupt und so. Ich habe seinen Nick nachgeguckt. Also WK Sozi und bei also auf YouTube bekannt als Leinart0503. Du sollst an dieser Stelle nochmal gegrüßt. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich dich jetzt schon gegrüßt habe, aber ist egal. Er macht wirklich tolle Videos. Solltet ruhig mal auf seinen Kanal klicken und euch sein Mario Sunshine Let's Play sowie seine Mario Kart Wii Videos angucken. Und ja, habt Spaß und Freude damit. Falls ihr sein Profil auf Anhieb nicht finden solltet, dann geht einfach auf meinen Kanal und guckt mal die Leute durch, die ich abonniert habe. Das sind momentan, ja, 8 Leute oder so, glaube ich. Also eine recht überschaubare Anzahl. Ja, danke, Sozi. Auch bekannt als Leinart0503. Ich höre gleich auf mit der Werbung. Also, das ist mir zu blöd. So, guckt dann einfach mal die Liste durch von Leuten, die ich abonniert habe. Und ja, freut euch dann. Okay, den Maxi muss ich jetzt einsetzen, sonst wäre ich voll in die Ketten und geknallt. Und ja, guckt die Leute einfach mal durch. Und dann gibt es noch eine andere Person, die Mario Kart Wii Let's Plays seit kurzem, glaube ich, macht. Und das ist der gute Redgomor. Auf YouTube auch bekannt als Diego der Schatten, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe offen gesagt, tut mir wirklich leid, noch in keines seiner Mario Kart Wii Let's Plays reingeguckt. Aber ich glaube, das mache ich jetzt hier hinter. Was? Schweizer ist vor mir, schießt einen Roten ab und der Rote geht auf mich. Das ist. Nee, nee. Okay. Ich habe. Redgomor, ich habe mir blöderweise noch keines deiner Mario Kart Wii Videos richtig angeguckt. Das heißt, ich weiß auch noch gar nicht so richtig, wie die funktionieren. Ich habe halt nur gesehen, Let's Play Together. Also sprechen da vielleicht mehrere Leute miteinander, untereinander. Also sprecht ihr euch da ab. Ich habe keine Ahnung. Kann man sich aber ruhig auch mal angucken. Mache ich jetzt auch gleich. Ja, habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Und dann. Er hat auch einen neuen. Ach, scheiße. Hier, so, hast du jetzt davon. Entschuldigung, aber, ne? Er hat auch einen neuen Termin. Ich glaube, Quatsch, am Sonntag, den 3. Oktober. Ja, Kugelsuli. Am Sonntag, den 3. Oktober, spielt er wieder mit ein paar Leuten. Und wenn ihr mit ihm spielen wollt, dann schreibt ihn einfach mal an. Und ich glaube, da freut er sich dann auch drüber. Also, es gibt unzählige Möglichkeiten, hier auf YouTube in irgendein Mario Kart Wii Let's Play zu schlittern, wie ihr seht. Ihr müsst nicht nur mit mir fahren. Ich finde es natürlich toll, wenn ihr mit mir fahrt, aber ne, es gibt auch diverse Alternativen da draußen. Und nochmal die staubtrockenen Ruinen. Man kann ja nicht oft genug hier fahren. Okay, gut. Diesmal bin ich schuld, ja. Ich will doch immer nur Zufall. Es tut mir leid, aber wenn ich nebenbei bei Skype gucke und sowas, dann habe ich immer nicht die Nerven, also nicht die Nerven und keine Zeit irgendwie. Ach, das. Und konzentrieren kann ich mich auch nicht. Ja. Also kann mich nicht so richtig konzentrieren, wenn ich dann nebenbei was mache und es ist egal, so, ich brauche mich nicht rechtfertigen. Ich fahre jetzt einfach mit meinem Goldpilz hier so an allen vorbei und ich bin auf Platz 1 und jetzt können wir das Rennen von mir aus beenden. Gut, was gibt's jetzt sonst noch so Neues? Also beziehungsweise warte mal jetzt am Wochenende. Ich werde jetzt am Wochenende. Also zunächst einmal werde ich, glaube ich, hier noch, nachdem ich die Aufnahmen für diese Mario Kart Wii Videos gemacht habe, werde ich erstmal was essen. Ja, das habe ich mir nämlich auch verdient, weil mir ist so danach. Und im Anschluss werde ich dann, glaube ich, ein paar neue Aufnahmen zu Dead Rising machen, weil da warten auch schon wieder einige Leute irgendwie sehnsüchtig darauf und irgendwie will die große, gierige Masse ja auch befriedigt werden und das will ich an dieser Stelle dann natürlich dann auch gerne tun. Und es tut mir leid, das war zu verlockt. Und zum anderen werde ich mal gucken, was ich an diesem Wochenende sonst noch schaffe. Warum ist Tracer jetzt langsamer geworden? Man weiß es nicht. Irgendwie sieht es komisch aus. Na egal. Ansonsten, ja, ich werde dann auch gleich, wenn ich diese Aufnahmen hier beendet habe, mein letztes Zelda-Video hochladen und damit dann auch das
mein The Legend of Zelda Ocarina of Time Let's Play für offiziell beendet erklären und ja, dann wird es langsam Zeit für ein neues Projekt, ne? Weil dann habe ich tatsächlich nur noch Mario Kart Wii und Phoenix Wright und eben nebenbei so ein bisschen Dead Rising offen. Und dann wird es mal wieder Zeit für ein vernünftiges, schönes, kleines Spielchen, was ich wunderbar durchzocken kann. Und diesbezüglich wird es natürlich eine neue Umfrage geben. Und ansatzweise habe ich schon ein bisschen an dieser Umfrage gewerkelt. Das heißt, da kann man sich auch schon drauf freuen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich es tatsächlich noch an diesem Wochenende schaffe oder eben nicht. Lasst euch diesbezüglich überraschen. Ich weiß noch nicht mal, wann ich diese Videos hochladen, das ist das Problem. Aber ich glaube, das könnte ja spätestens morgen, also am Samstag, was werden. Und dann werden wir mal sehen. Was ich mir vorgenommen habe, also auf jeden Fall, dadurch, dass ich Zelda jetzt beendet habe, werde ich wieder ein größeres Projekt anfangen, was dann auch wieder ein bisschen länger dauern kann. Und ein kleineres Projekt, wo ich nicht länger als, auf gar keinen Fall länger als 10 Stunden dran beschäftigt sein werde. So in etwa wird das sein, ja. Ist zumindest mal ein Plan, ne? Ja, finde ich auch. Wieder meine Strecke und schon wieder Zufall. Es tut mir leid. Also, nee. Es ist ja mittlerweile so. Ich habe ja jetzt fast alle Offline-Cups tatsächlich mal beendet. Das ist eine sehr gute Leistung, in der Tat. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich dann auch tatsächlich intensiv Strecken wählen und so. Und dann auch eben Sachen wählen, die bisher noch nicht dran waren. Ja, ich werde es versuchen, mich irgendwie dran zu halten. Also, es tut mir leid, Chris. So, Darkfighter von hinten, das ist schön. Also, beziehungsweise jetzt von vorne, aber... Ach, Moment. Oh, neues Gesicht. So in etwa? Wie lange bist du schon im Raum drin? Ich weiß es nicht. Egal, du seist an dieser Stelle hiermit gegrüßt. Ach ja, es ist gut. Und da sieht man mal wieder, Hartnäckigkeit macht sich bezahlt. Ich meine, jetzt sind wir auch nur zu 11 unterwegs. Also, theoretisch, wer rein will, der könnte rein. Wenn er nicht gerade irgendwie Probleme mit seiner Leitung hat. Oder wenn Mario Kart Wii nicht im Allgemeinen irgendwie rumspacken würde oder so. Ich weiß es nicht. Egal. So, ja, die Banane war schön gelegt. Die Panzer schieße ich einfach mal nach hinten. Gucke, ob sich jemand freut. Ja, irgendjemand hat sich gefreut. Ich weiß zwar nicht wer, aber egal. Platz 2. Deuce dürfte wieder auf 1 sein. Und er dürfte jetzt auch ein einsames Rennen dort vorne fahren. Wenn dieser blaue Panzer nicht wäre, genau. Andererseits, na, selbst so. Es ist egal. Fahr einfach, Deuce, das ist okay. Zumindest hast du jetzt auch mal wieder ein bisschen Screentime. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du in meinem Let's Play jetzt schon gesehen wurdest oder auch nicht. Ist ja auch noch so eine Sache. Können wir gleich Statistik drüber führen. Welche Fahrer ich jetzt am häufigsten erwähnt habe und welche nicht. Ich weiß nicht, ob das diversen Leuten wichtig ist oder nicht. Noch ein blauer. Wie oft used. Ja, ja. Es ist okay. Und, ja, jetzt legen wir hier auf der Brücke einfach mal spaßeshalber was ab. Und noch ein blauer. Also irgendwie... Okay. Gut. Jetzt bin ich Erster. Jetzt könnt ihr mit dem blauen aufhören von mir aus. Also das wäre ganz gut. Aber ich fürchte fast... Okay, wo ging der Rote jetzt hin? Das war sehr komisch. Das Problem ist halt, er ist schneller als ich. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Ich bin mal gespannt, wie lange ich mich jetzt vorne tatsächlich halten kann. Aber viel Hoffnung mache ich mir nicht. Ein bisschen muss ich vielleicht auch mal backspammen. Also backspammen heißt einfach, dass man immer mal wieder ein paar Items nach hinten schleudert. Und dann mal gucken, ob das irgendwie einen gewissen Erfolg bringt. Ich versuche mich gerade so ein kleines bisschen zu konzentrieren. Also jetzt wäre es echt schade, wenn ein blauer käme, weil ich würde gern wissen, ob ich das jetzt bis ins Ziel retten könnte oder eben nicht. Er weicht fleißig aus, er kommt aber auch fleißig näher. Ja, wir schießen grün einfach mal nach hinten. Oh, der Powerblock tangiert mich nicht, weil ich in der Luft bin, genau. Rot trifft mich auch nicht, er nimmt die Abkürzung. Ich nehme sie nicht. Wer ist schneller? Ich bin schneller. Ich fasse es nicht. Ich habe gewonnen. Entschuldigung, ja. Er wurde dreimal vom Blauen getroffen und ist runtergefallen. Mein Gott, ja. Das ist kein Sieg, worauf ich stolz sein kann. Das ist egal. Ich habe trotzdem gewonnen. Das ist schön. Ach ja. Na gut. So. Jetzt habe ich fast eine Stunde gezockt. Ich glaube, na, ich mache noch zwei Rennen.
Dann passt das. Und jetzt nehme ich auch tatsächlich mal einen anderen Kurs. Jetzt könnten die anderen trotzdem langsam eintrudeln irgendwann. Irgendwann so, ja, in der Tat. Plus 125, ja. Hm, wir nähern uns tatsächlich den 9000, auch wenn es natürlich immer schwieriger wird, aber okay. Nun gut, ich bin gespannt.